So, Freunde des gepflegten Updates, die DJI Air 3 und die Mini 4 Pro hatten ja auf dem DJI RC Controller ein, sagen wir mal, schwieriges Update. Aber das ist jetzt gefixt worden. Ich werde dir jetzt zeigen, wie du das aktuellste Update, ich blende mal ganz kurz hier ein, welches das aktuellste Update für die Air 2 Fernsteuerung ist, ja, erhältst. So. Dafür fährt der Controller kurz hoch. Ich finde, die Geschwindigkeit ist auch völlig in Ordnung. Natürlich solltest du deine Drohne anhaben und die Akkus sollten mindestens 50% geladen sein. So, du siehst hier an der Stelle ist schon WLAN vorhanden. Vielleicht zoome ich mal mit der Kamera etwas näher ran und schiebe das Ganze auch etwas mehr ins Rampenlicht. So, du siehst, alles ist hier an. Ich werde auch gleich noch das Display etwas dunkler machen, damit du das am besten erkennen kannst. So, Display sollte jetzt okay sein. Falls das gleiche weiß wird, schwenke ich das Ganze nochmal um. Auf jeden Fall siehst du ja hier das WLAN-Symbol. Ich empfehle dir auf jeden Fall, dich mit dem WLAN zu verbinden, weil du halt auch eine Menge Datenvolumen brauchst. So. Das ist jetzt das WLAN-Symbol. Du klickst drauf, verbindest dich mit dem WLAN, gibst gegebenenfalls das Passwort ein. Das kennst du. Das hier ist die Startseite. Und normalerweise wird an dieser Stelle direkt gezeigt, ob es ein Update gibt oder nicht. Aber ich hatte auch schon mal gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Du drückst zum Beispiel auf Profil drauf, gehst dann hier auf Einstellungen. Wir gucken als allererstes mal, welches Update gerade verfügbar ist oder beziehungsweise installiert ist. Und das ist die Version. Ah, jetzt sehe ich es. Ich muss noch was dunkler machen. Die Version, die installiert ist, ist die Version 1.13.4. Es ist gerade noch ein Feld mit Infos aufgetaucht und da sieht man es nämlich schon. Schau mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Du drückst auf Firmware-Aktualisierung, sagst auf Aktualisierung prüfen. Da steht nämlich, Firmware ist auf dem neuesten Stand. Oder du drückst hier auf Infos. In dem Falle ist es tatsächlich schon da. Und du kannst hier auf Aktualisierung prüfen und sagen, hey, what's fixed? Fixed certain issues and optimized overall app quality. Und so ätzend finde ich das. Man weiß nie, was wirklich gemacht wird. Gut, im Hintergrund wird jetzt das Update heruntergeladen. Man weiß auch nicht, wie groß es ist. Und dann wird hier in diesem Fall das Ganze installiert. Der Controller startet neu. Das leichte Rauschen, was du im Hintergrund hörst, ist die Air 3 bzw. die Lüftung der Air 3. Ja, und das war's. Du siehst jetzt hier, die Version 1.1.3.5 ist installiert. Wir können hier nochmal auf Aktualisierung prüfen. Dann passiert nichts. Dann können wir hier nochmal auf Infos gehen. Auf Aktualisierung prüfen ist auch nichts verfügbar. Und hier vorne siehst du auch nichts. So, jetzt können wir mal gucken, wie lange der Controller braucht, um komplett hochzufahren. Das Ganze natürlich, deswegen liegt das Handy da mit der Stoppuhr. Sekunden. Ganz ehrlich, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich persönlich starte den Controller sowieso immer zuerst und dann die Drohne, beziehungsweise baue die Drohne auf und in der Zeit ist das alles hochgefahren. Mich stresst das Ganze nicht. Aber schreib doch mal bitte in die Kommentare rein, ob du das neueste Update vom DJI RC 2, also für Mini 4 Pro und R3, schon installiert hast und ob du damit Probleme hast, beziehungsweise ob alles reibungslos geht. In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir gefallen hat, zwei Likes, Lob, Kritik, Anregungen in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.